Herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus der Gartenstadt Atlantik, hier in der Mitte Berlins im Wedding für die andere Meinung an dieser Stelle. Wie immer der Historiker und Publizist Professor Dr. Michael Wolfson. Erstmal schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, Herr Professor Wolfson. Ja, liebe Zuschauer, Sie skandieren mit Schlachtrufen gegen Israel, wie die Armee Mohammeds wird zurückkehren, verbrennen selbstgebastelte Israel-Flaggen. In keiner anderen europäischen Stadt ist der Protest gegen die Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, so eskaliert wie in Berlin. Blanker Hass gegen Israel, blanker Hass gegen die Juden in der Mitte unserer Stadt am Brandenburger Tor, nur 200 Meter entfernt vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Professor Michael Wolfson, wo kommt dieser Hass her? Der Hass ist nicht nur in Berlin zu finden, also in den Metropolen. Paris, London, Amsterdam, Brüssel ist der auch vorhanden. Nur in Berlin kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Es gibt für die Sicherheitsorgane ganz allgemein und für die Polizei im Besonderen auch seit Jahren nicht die genügende politische Unterstützung. Und das wiederum ist sozusagen eine Einladung für Radikale, das Forum in Berlin leicht und gerne nutzen zu können. Also es ist einerseits die gesamteuropäische Perspektive, und da heißt die Überschrift, dass Westeuropa ein Nebenschauplatz der diversen Nahostkonflikte geworden ist. Das ist ein Versäumnis, das alle westeuropäischen Regierungen sich zuzuschreiben haben. Aber bei uns kommt eben, und nicht nur in Deutschland, sondern in Berlin, straferschwerend hinzu, dass die politische Unterstützung für die Sicherheitsorgane nicht stark genug ist. Das heißt, hier muss der Gesetzgeber ran, hier muss nachjustiert werden? Nein, das ist nicht nur eine Frage des Gesetzgebers. Die Gesetze sind da, man kann eingreifen, aber die Polizei wurde politisch und auch überschwappend aus der Politik, überschwappend aus der Gesellschaft, die ja auch nicht unbedingt besonders polizeiaffin ist, wurde die Polizei entmotiviert. Es sind oft auch Polizisten, die dem Gesetz Geltung verschaffen wollten, dann sozusagen politisch fallen gelassen worden. Die Justiz hat diese Regelbrüche auch nicht stark genug geahndet. Wir kennen diese Themen weder erst seit Trump noch seit der Hauptstadtentscheidung. Denken Sie an die Neuköllner Richterin, die vor einigen Jahren Selbstmord begangen hat oder ermordet worden ist, die auch ein Buch über die chaotischen Zustände im Gerichtswesen geschrieben hat. Also das heißt, Gesetze sind da, aber es wird diesen Gesetzen nicht genügend Geltung verschafft. Das ist nicht nur ein Versäumnis der Politik und der Justiz, sondern auch in der Gesellschaft gibt es nicht die Überzeugung, die stark genug wäre, den Sicherheitskräften Unterstützung zu gewähren. Das heißt, wir müssen in unseren eigenen Köpfen beginnen, bevor wir den Sicherheitsorganen Vorwürfe machen. Sprechen wir mal über Köpfe, über die Köpfe, die da jetzt auch auf die Straße gegangen sind. Denn das war ja schon ein Phänomen, dass wir unter den jungen pro-palästinensischen Männern, es waren ja vor allem junge Männer, ja auch jegliche Hintergründe finden. Also wir finden Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, mit arabischem Migrationshintergrund, die in diesem Hass gegen Israel sich vereinen. Und das, obwohl sie in Deutschland groß geworden sind, hier in dritter Generation leben. Gut, und da sind wir wieder bei einem Versäumnis, das nicht nur die Politik betrifft, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen. Ob Türken, Araber, Schwarzafrikaner, Nordamerikaner, der Mann im Mond oder Mars-Männlein und Mars-Frauen zu uns kommen, selbstverständlich, wir sind eine offene Gesellschaft. Aber es gibt Grundregeln, auf denen unser Gemeinwesen basiert, und das ist die wechselseitige Achtung.
unabhängig von Herkunft, Religion und so weiter, da ist das Grundgesetz. Oder wenn Sie an die westliche Tradition denken, wunderbar formuliert in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, also die Würde des menschlichen Lebens, geradezu die Heiligkeit, Freiheit, ja, die Freiheit hat jeder, aber die Voraussetzung, dass eben das Leben des anderen unangetastet bleibt, und das heißt Gewalt, Verzicht im weitesten Sinne, und dann je nach individueller oder gruppenbezogener Befindlichkeit das Streben nach Glück. Das ist sehr breit und gibt jedermann die Möglichkeit, aber im Rahmen klar erkennbarer Grenzen. Und diese Grenzziehung ist seit Jahrzehnten in der westeuropäischen Gesellschaft im Allgemeinen, aber besonders in der deutschen, aus historisch und politisch-psychologisch verständlichen Gründen verschwommen worden. Also es ist alles nicht nur ein Versäumnis der Politik, das ist sehr bequem zu sagen, sondern wir alle haben uns daran gewöhnt, jeder kann machen, was er will. So geht's aber nicht. Ja, jeder kann machen, was er will, ohne den anderen in seinen Lebenskreisen zu stören oder gar zu zerstören. Und das schließt verbale Gewalt mit ein. Hass, Tod, wem auch immer, oder Verbrennen von wem oder was auch immer. Nazi-Buchverbrennungen finden unseren Abscheu, aber das Verbrennen von Fahnen, hinter denen ja auch im Grunde genommen etwas Geistiges, Symbolisches steht, mit dem sich viele identifizieren, das soll in Ordnung sein. Nein, wir müssen die Grenzen klarer ziehen. Und das hat nichts mit Polizeistaat zu tun und Obrigkeitsstaat und autoritärem Gehabe. Nein, es ist die Sicherung der menschlichen Würde und des menschlichen Lebens. Nun ist aber diese, jedenfalls wird sie ja durchaus als solche empfunden, Welle des Antisemitismus, des Israel-Hass, doch schon mit großer Empörung auch wurde da reagiert seitens eigentlich parteiübergreifend aller Parteien hier. Ja, also die Empörung kommt und die Empörung geht, und wir haben ja nicht diese Erscheinung seit gestern oder vorgestern. Wir müssen das im größeren zeitlichen Rahmen sehen. Denken Sie an den Sommer 2014 während des Gaza-Krieges am Al-Quds-Tag, der jährlich stattfindet und jährlich auch nicht unbedingt mit einem Kinderrummel zu vergleichen ist, Juden ins Gas und ähnliche Dinge. Aber um wieder von der vorhandenen oder nicht vorhandenen Reaktion der Politik auf das Gesellschaftliche zu kommen, denken Sie daran, dass es vor einigen Monaten eine Dokumentation über Antisemitismus in Europa gab. Und zwar hat diese Dokumentation, die für Arte erstellt worden ist, auch den Bogen zum Nahen Osten von Europa geschlagen und zurück von Europa in den Nahen Osten, also die wechselseitige Verflechtung. Und da gab es Empörung bei Arte und dem WDR, und dann wurde es aber doch ausgestrahlt. Nein, nein, das gibt es ja alles gar nicht. Natürlich gibt es das. Und verantwortungsvolle große Sendeanstalten, und Arte ist nicht unbedingt jetzt ein Fernsehprogramm für Leute, die des Lesens und Schreibens nicht kundig sind. Das heißt also, die vermeintliche Elite hat den Kopf in den Sand gesteckt. Und wenn die Elite, das heißt die Meinungsmacher, Manipulateure manchmal oder nicht, all diese Phänomene verniedlicht haben, ist das doch eine Ermutigung für Radikale. Also selbstverständlich kann jeder pro-israelische oder anti-israelische Handlungen bekunden. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber die Schwelle zur verbalen und von der verbalen zur faktischen Gewalt, die muss klipp und klar niedrig angesetzt werden. Und das kann weder der regierende Bürgermeister machen, noch Sie oder ich, sondern hier muss die gesellschaftliche und
dann die politische Unterstützung für die Sicherheitskräfte da sein. Es reicht auch nicht, dass sie die Zahl der Polizisten alleine erhöhen, sondern sie müssen denen die politisch-psychologische Unterstützung geben. Und Sie und wir alle haben doch sicherlich mit dem einen oder anderen Polizisten gesprochen. Die sind ja total demotiviert, weil sie die Unterstützung nicht bekommen. Und auf der anderen Seite ist das Phänomen, dass der Beruf des Polizisten in der allgemeinen Achtung ganz oben ist. Das heißt also, im Grunde genommen haben wir eine schizophrene Haltung. Ja, Polizei, prima, dass es die gibt, aber ich muss sie nicht unterstützen. Mit dieser Schizophrenie kommen wir nicht weiter. Also kurzum, all das, was wir zu Recht empörend finden, hat seine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist A in der Gesellschaft, B in der Politik, C in den Medien und das im Zusammenspiel. Das heißt, die Regeln müssen beachtet werden und das muss volle Unterstützung haben von allen Seiten, damit die Regeln praktizieren sollen, zum Beispiel die Polizisten durchsetzen sollen, auch die genügende Rückendeckung haben. Es gilt aber auch letztlich diese radikalen Vorstellungen im Keim zu ersticken. Und da sind ja wieder andere gefragt, Bildungsstätten etc. Das sehe ich nicht so. Also, und darüber sprechen wir gleich weiter, Herr Wolfson. Unser erster Teil ist leider schon wieder zu Ende. Also bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer.